und aus dem Weg räumen. Indem ich zurückschieße. Tinder? Think by appreciation. Wenn die Liebe vorhanden ist, dann gibt es auch keine Umwelt. Man braucht einen starken Panzer. Gefühlt die feindliche Umgebung gerade ist so Tinder und weiß ich, wie die ganzen anderen Plattformen heißen. Diesen starken Panzer erreicht man durch ein sehr großes Ego. Die einzige Möglichkeit, um in dieser dann für mich feindlichen Umgebung weiterzuleben, ist halt eben einfach komplett naiv und blauäugig weiterhin durch die Welt zu laufen und einfach trotzdem an die große Liebe und das Echte zwischen Menschen zu glauben. Kanye West. Jetzt kommt's. Du hast drei Möglichkeiten. Der, Trump-nah war und ich verstehe auch total, dass ihn dafür viele gehasst haben. Erste Möglichkeit? Du änderst dein Umfeld? Sein Argument war, ich muss auch dem, der mir mit Hass begegnet, mit Liebe begegnen. Zweiter Punkt, du sprichst mit den Leuten. Das ist doch der Fehler von allen, auch von mir auch, im alltäglichen Umgang mit, weiß nicht, sozialen Netzwerken, immer gegen die zu sein, die irgendwas sagen, was nur ein kleines bisschen nicht der eigenen Meinung entspricht. Oder dritte Situation, du bleibst in diesem Umfeld und musst die Last auf dich nehmen. Also empfehle ich Situation 1.